Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr bei einem neuen Video wieder mit dabei seid. Ich möchte heute gemeinsam mit euch diesen Adventskalender auspacken. Der ist von YBPN, Your Beauty Professional Network. Und wenn ihr Lust habt, mit mir gemeinsam reinzuschauen, freue ich mich, wenn ihr dran bleibt. Ich hatte noch nie einen Adventskalender von YBPN, weiß aber, dass es den regelmäßig gibt, jedes Jahr. Und hole ihn jetzt einmal aus seiner Umverpackung raus. Das ist der Design des Adventskalenders. Ich finde es so semi-schön, also es spricht nicht so meine romantische Weihnachtsseite an. Ja, es ist jetzt ein Kalender für mich, den ich aufmachen werde und wo es jetzt um den Inhalt geht. Aber so rein optisch ist das jetzt nicht so mein Fall. Ich meine, der Kalender kostet so um die 50 Euro, aber Nicole von Chiquitas Place hat auch einen Rabattcode. Ich weiß nicht, ob der noch gültig ist, hat sie in ihrem Video unten in der Infobox stehen. Auf jeden Fall habe ich ihn dadurch auch günstiger bekommen. Ich meine, so knapp über 40 Euro habe ich bezahlt. So, ich lege ihn vor mich hin und dann schauen wir einfach mal rein. Türchen Nummer 1 hat ein Produkt von L'Occitane und zwar ein Shower Oil in so einer Reisegröße. Da sind drin, wir sind da drin, 35 Milliliter. Also das kann man mal mitnehmen. Ich kenne das Produkt noch nicht, von daher werde ich das wahrscheinlich zu meinen Reisesachen packen. In der Nummer 2 ist ein Cremetüppchen drin mit 20 Millilitern. Das ist sehr klein, auch von L'Occitane. Und es ist irgendwie ein Milchkonzentrat, eine Milchcreme für das Gesicht. Kenne ich auch noch nicht, sagt mir noch nichts, werde ich ausprobieren. Die Nummer 3 beinhaltet wieder ein Produkt von L'Occitane. Und dieses Mal ist es eine Almond, ist das eine Hand? Ja genau, Hand- und Nagelcreme. Das ist sehr, sehr klein. Ich meine, sind das vielleicht 10 Milliliter, also wirklich eine ganz kleine Größe. Schön für die Handtasche, aber die ist schnell aufgebraucht. In der Nummer 4 ist ein Produkt, über das ich mich sehr freue, und zwar eine kleine Duftkerze von The Ritual of Sakura. Das riecht sehr floral, sehr pudrig. Ich finde den Duft sehr schön. Es ist alles andere als weihnachtlich. Er ist eher so Richtung Frühling, aber ich finde es sehr, sehr schön. Es ist so eine leicht zartrosa gefärbte Kerze. Und ja, über das Produkt freue ich mich sehr. In der Nummer 5 ist von Filorga ein Produkt, und zwar eine Maske. Smoothing Radiance Mask Illuminateur von Filorga, und das ist eine glättende Maske für mehr Ausstrahlung. Ja, sicher auch kein schlechtes Produkt, und Filorga ist auch eine sehr, sehr teure Marke. Ich habe es nur noch nie getestet, das heißt, ich kann euch auch nicht sagen, wie das Produkt ist, aber ja, auf jeden Fall ein hochpreisiges Produkt. So, die Nummer 6 ist Nikolaus, und das ist was Großes. Schaut so aus, eine richtig knallige Verpackung. Marlies Vegan Pure Beauty Hair Care. Das ist ein festes Melissenshampoo. Das riecht schon mega, mega gut. Wow, also das riecht ja nach Melisse wahrscheinlich. Ich wusste gar nicht, wie Melisse riecht. So schaut das Stück aus. Das riecht mega gut. Ja, finde ich ein schönes Produkt. In der Nummer 6 passt sehr gut rein. Kühl- und Trockenlager, und steht nochmal hinten drauf. Da steht jetzt aber nicht, für welchen Haartyp, ob für trockenes Haar, fettiges Haar oder so. Dann wird es wahrscheinlich für alle Haartypen geeignet sein. In Türchen Nummer 7 ist von Lancôme La Vie est Belle Eau de Parfum in 4 Milliliter Größe. Es müsste so ein kleiner Flakon sein. Und tatsächlich kenne ich das Parfum noch nicht. Viele von euch kennen das sicher. So schaut das Flakon aus. Das ist sehr, sehr süß gemacht. Und es wird auf jeden Fall auch bei mir bleiben, meine ich. Aber das ist, ja, das ist kein schlechter Duft. Also das wird auf jeden Fall nicht weiter wandern. In der Nummer 8 ist ein Produkt, wo ich schon weiß, wem ich das weitergeben werde. Von Estee Lauder, das Night Repair Serum. Ein auch sehr, sehr hochpreisiges Produkt. Hier, ich weiß gar nicht, wie viele Milliliter sind da drin. Auf jeden Fall für ein Serum ist das absolut ausreichend, um das einmal zu testen. Es ist nicht ganz mein Produkt, weil es ganz, ganz stark parfümiert ist. Und deswegen vertrage ich das nicht so gut im Gesicht. Aber ich weiß, wer das Produkt mag, und es wird weiter wandern. In der Nummer 9 ist ein ganz kleines Mini-Bröbchen von La Mer, der Moisturizing Cream. Und die benutze ich auch gerade in einem Größentiegelchen. Ich schätze mal, hier sind 5 Milliliter drin. Mehr wird da wahrscheinlich nicht drin sein, aber das ist so süß irgendwie. Ich hätte mich da gefreut, wenn es ein bisschen größer gewesen wäre von meinem Backup. Es ist sehr, sehr klein, aber vielleicht mal für Urlaub oder für Reisen oder so.
über das Produkt in der Nummer 10 freue ich mich sehr, weil das hatte ich schon mal aufgebraucht und ich fand es echt schön. Das ist eine Zahncreme mit Cinnamon Mint, also eine minzige, nach Zimt schmeckende Zahncreme und ich fand die richtig, richtig toll. Also selbst mein Sohn fand sie irgendwie genial, obwohl sie ihm zu scharf war, aber das ist ein ganz genialer Geschmack. Also da freue ich mich sehr, dass ich die noch einmal habe, wenn auch nur in kleinen. In der Nummer 11 ist etwas ganz Hochwertiges wieder. Das ist von Shiseido eine Lifting Express Eye Mask. Also das sind so Under-Eye Patches. Da hinten sieht man es nochmal abgebildet. Die kommen unters Auge und das soll den Augenbereich liften. 2 bis 3 Mal die Woche kann man das Ganze machen, steht hinten drauf. Man steht aber nicht, wie lange man das drauf lassen soll. Das ist einfach, solange man sich damit wohlfühlt, finde ich ein schönes Produkt und auch wieder was Tolles, Hochpreisiges, was wir austesten können. In der Nummer 12 verbirgt sich eine kleine Creme, Antioxidant Day and Night Cream von QMS. Medicosmetics sagt mir überhaupt nichts. Keine Ahnung, was das ist. Intensiv feuchtigkeitsspendende Creme mit Resveratrol und anderen starken Antioxidantien zur Vorbeugung und Reduzierung umweltbedingter Hautschäden. Hauptanliegen: trockene Haut und Schäden durch Umwelteinflüsse. Hauttyp: trocken, gestresst und reif. Okay, also dann wäre die eigentlich für mich geeignet. Mal gucken, ob ich die verwenden werde. Aber ja, es hat auch wieder 15 ml, eine sehr kleine Probe. In der Nummer 13 verbirgt sich eine kleine Augencreme mit 2 ml von Sensei Extra Intensive und die werde ich sehr, sehr gern testen. Ich benutze täglich Augencremes morgens, abends. 2 ml sind extrem wenig für eine Augencreme, aber jetzt mal so zum Testen, es ist ganz okay, es ist so mini, es ist einfach, und hier ist es noch ausgehöhlt, es ist einfach so mini, aber ich werde die trotzdem sehr gern testen. In der Nummer 14 ist eine kleine Creme drin, also wirklich eine Mini-Creme mit 5 ml von Lancôme. Das ist eine Anti-Wrinkle-Creme, also gegen Falten. Mini, mini, klein, ich weiß es nicht, es ist immer schwierig, so kleine Tester zu benutzen. Dann nimmt man die ein, zwei Mal, dann sind die leer und man kann nicht wirklich was sagen, ob das einen Effekt erzielt hat. Also ich tue mich da immer sehr, sehr schwer damit. Klar kann ich es benutzen, aber kann ich nicht sagen, ob das wirklich an dieser Creme dann lag, wenn ich die nur ein, zwei Mal verwenden kann, weil das Testerchen so klein ist. Nummer 15 ist größer und das ist natürlich schön, dass wir ein größeres Produkt drin haben mit 100 ml eine Bodylotion von Lacoste Pure Femme. Und ich weiß schon, welcher Freundin ich die zu Weihnachten geben werde. Das ist genau ihr Geschmack und es kommt bei ihr ins Weihnachtsgeschenk mit rein. In der Nummer 16 ist von Alessandro ein Nagelhärter. Und ich habe also generell sehr feste, harte Nägel, weil ich ja auch die Kunstnägel drüber klebe und dann oben nicht feile und so weiter. Von dem her ist es kein Produkt, was ich benötige. Werde ich weitergeben, aber an sich ein schönes Produkt im Kalender. Ist halt auch wieder eine Mini-Größe. Ich weiß gar nicht, wie viele Milliliter da drin sind. Auf jeden Fall sehr klein. Hintertürchen Nummer 17 verbirgt sich wieder ein Duft. A Drop de Issey. Ich kann nicht so gut oder gar nicht Französisch. Ich meine, das wäre Französisch. Auf jeden Fall ist es Gift, not for sale, steht hinten drauf. Ich hätte jetzt noch die Größe interessiert. 4 ml ist natürlich echt nicht viel. Und es schaut aber sehr elegant aus. Also so schaut es aus. Eau de Parfum. Ja, ich glaube, das werde ich vielleicht weiter wandern lassen. Aber das ist ganz süß. Kann man sich mal mit 4 ml durchschnuppern. Nummer 18 ist wieder größer und das ist ein Wimpernserum. Sehr cool. Aizone Conditioning Care Complex. Effektive Conditioning Care Complex für Wimpern und Augenbrauen. Unterstützt das Wachstum und bietet Pflege sowie Styling. Das klingt nicht schlecht. Ganz ehrlich, das klingt nicht schlecht. Da sind keine Parabene drin, keine Hormone, keine Silikone, nicht an Tieren getestet. Ich glaube, das wird bei mir bleiben. Das werde ich einmal verwenden. Schaut sehr schön aus. Ja, prima. In der Nummer 19 befindet sich eine Reisegröße einer Mascara von Clinique in der Farbe Black. Da sind jetzt 3,5 ml drin und ich bin nicht so Fan von den Clinique-Mascaren, weil für mich können die ein bisschen zu wenig. Von dem her wird die auch wieder weiter wandern. In der Nummer 20 ist ein Parfümbröbchen drin und zwar auch wieder so eine kleine Miniatur. Und die werde ich meiner Mama weitergeben, weil die habe ich schon bekommen von Nicole Chiquitas Blaze.
Sehr, sehr schön. Das Versace Bright Crystal macht ordentlich was her, wenn es irgendwie so zur Deko auf dem Tisch, also Schminktisch steht oder irgendwie im Badezimmer. Richtig, richtig süß. Nummer 21 beinhaltet ein Eigenprodukt von YBPN und zwar ein Shiny Lip Oil. Das Lippenöl ist aus Aprikosenkernöl und schaut so aus. Es ist sehr, sehr stylisch, es ist transparent und unten ein bisschen ist das Fläschchen angefärbt. 5 ml sind drin. Das ist auch ein schönes Produkt jetzt für die kalte Jahreszeit. Nummer 22 wieder mit einem Duft und zwar ist das Juliette Has a Gun, Not a Perfume. Da habe ich jetzt schon so viel drüber gehört, dass es so gut riechen würde. Und da bin ich jetzt einmal sehr gespannt drauf. Da sind jetzt 5 ml drin, also 1 ml mehr als vorher bei dem anderen Parfum. Und das riecht wirklich fantastisch. Also das wird auf jeden Fall bei mir bleiben. Das ist ein Duft, wo ich mir vorstellen könnte, ihn auch immer ein bisschen größer zu holen. Sehr, sehr schön. In der Nummer 23 befindet sich ein Duschschaum von Rituals, Ritual of Karma. Und zwar mit Holy Lotus and White Tea, das sind 50 ml drin. Und den habe ich erst vor kurzem zusammen mit meinem Sohn leer gemacht. Wir fanden ihn beide richtig toll. Und da wir jetzt in 2 Wochen nochmal in Urlaub fahren, wird er vielleicht mitkommen. Das wäre doch toll. Trommelwirbel für die 24 und da stecken Ampullen drin von Dr. Barbour. 3 Ampullen sind da drin mit Hyaluron. Power Serum Plumping and Hydrating. Ich mache es jetzt nicht auf, aber wahrscheinlich werde ich die behalten, weil ich finde das echt, echt spannend und die Produkte von Dr. Barbour, ich finde sie sehr hautverträglich. Ich habe bisher alles vertragen. Meine Haut hat die Produkte sehr gern gemocht und hatte schon die Hyaluroncreme öfters und jetzt die Ampullen. Und es ist ein schönes Produkt, finde ich, in der 24. So, der Kalender ist ausgepackt und zerflattert worden. Kommt jetzt in den Müll, weil ich kann ihn leider nicht wieder befüllen oder wieder verwenden. Der ist jetzt einfach hinüber, weil das Kläppchen waren. Und was sage ich zu den Produkten? Also, es sind ganz, ganz viel hochpreisige Produkte drin, aber ihr müsst wirklich mit mini, mini, mini Größen rechnen. Und das finde ich jetzt ein bisschen, also ich habe zwar das Video von Nicole Chiquita's Place gesehen, aber ich habe es mir doch nicht so klein vorgestellt, die ganzen Produkte, weil die sind ja wirklich mini, mini. Ich hätte es mir ein bisschen mehr Inhalt gedacht oder gehofft, erwartet. Das sind hochpreisige Marken, also von daher wird der Wert, der angegeben war, was stand denn da, 250 Euro Wert, wird wahrscheinlich schon hinkommen, wenn sie das so berechnet haben. Klingt jetzt sehr viel für die paar kleinen Pröbchen, sage ich einmal. Aber es ist schön, um sich einmal durchzutesten. Und von dem her, also 40 Euro finde ich, ist in Ordnung dafür, 50. Hätte ich dann schon vielleicht ein bisschen geschluckt, weil die Pröbchen halt wirklich so dermaßen klein sind. Aber für die 41 Euro oder was ich dann wirklich gezahlt habe, ist das ganz in Ordnung. Für nächstes Jahr werde ich es wieder so machen, dass ich gucke, was drin ist und dann vielleicht nur bestelle, wenn ich weiß, dass mir der Inhalt gefällt. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.